Clem City. Alleine mit diesem dummen Trick, also zu wissen, dass da diese, wow, dass man weiß, dass da diese K ist und dieser Fisch, macht diese Welt um so viel Welten einfacher. Für richtig krasse Affen, die mega lang die Luft anhalten können. War hier noch irgendwie was? Hey Fuji! Nein! War natürlich doof. Gestehe es ein. Ich weiß auch nicht, warum ich mich so krass beeile. Eigentlich jagt mich ja niemand, wa? Aber nicht gestorben. Das ist die Hauptsache. Nein, wollte nicht werfen. Boah. Lustigerweise konnte ich mich irgendwie nur noch an den allerersten Endgegner erinnern und der, glaube ich, kommt später sogar noch mal wieder. An die. Also klar, jetzt wo ich ihn sehe, sage ich mir so, ja stimmt. Oh. Nein. Sage ich mir, stimmt, da war doch was. Waren die Schneemaps schon die letzten? Kam danach schon der Bossgegner? Also der Endboss-Boss? Nee, da kam noch eine. Oha, so eine Technikhöhle, glaube ich, oder? Au! Eislevel immer auch ganz gefährlich. Wobei hier gab es, auch so eine Welt, wo man einfach am Anfang gleich nach unten springen konnte und dann hat man voll viel übersprungen. Warum habe ich immer so eilig? Okay, jetzt mit Ruhe und Gemütlichkeit. Natürlich, das Leben gönnen sie mir nicht nochmal. Ah, du dumme...
Nein! Ich hätte drauf bleiben können. Egal. So, beim Nashorn war es so, da musste man eine ganze Weile oben lang springen. Ob sich das gelohnt hat, weiß ich nicht, wenn man es am Ende nicht großartig verdient. Und dann kommt man voll losrennen. Hier irgendwo, wo man einfach nach unten springen musste und dann an diesen ganzen Schneequatsch übersprungen. So weit habe ich ja gehasst als Kind. Denn sich im Kreis drehenden Fässer. Ich glaube, deswegen. Schwerer sein. Man soll ja ein paar Leben verlieren. Aber will man das als kleines Kind? Nein, will man nicht. Das waren auch die Welten, wo ich dann mit meinem Kumpel da gesessen haben und wir dann mitgefiebert haben und mal abwechselnd gespielt haben. Geschrien haben, wenn wir die Welt geschafft haben. Wieder verkackt. Jo. Und hau rin ab in den Abgrund. Oh. Sind wir schon bei den Toten im zweistelligen Bereich bestimmt, oder? Vielleicht, wenn ich nicht voll bin, füge ich irgendwo einen Countdown ein. Klasse. Also, ich meine, war manchmal schon ein richtig geiler Timing. Snow Babble.
Folge erwähnt, dass ich Ice-Maps hasse, Schneemaps hasse, Timing-Sachen hasse. Wer hat eigentlich vorgeschlagen, dass ich Donkey Kong spielen soll? Jay! Danke! Ganz ehrlich, die Scheiß-Wespe war doch immer die ganze Zeit eben drauf. Da kann man doch eigentlich nur auf gut Glück schießen. Meine... Ja, wie damals in der Kindheit. Freu, freu, spring, spring. Wuhu! Slip, slide, ride. Hallo, kommst du noch mit? Nein. Egal. Nee, die war für hier, glaube ich. Scheiß. Ach so, was war cool damals. Und wisst ihr, warum die Welt cool war? Richtig, weil hier... Oh, weil jetzt hier nicht schneit. Boah. Kommen wir genau in... Egal, die Welt ist trotzdem cool. Genau... Achso. Genau deswegen bin ich hier gestorben. Müsste ich jetzt kommen. Was war da eigentlich jetzt ein Ziel? Sollte ich die beiden anfangen? Ah, ich sollte kommen schreiben, aber ja, ich bin auch ein Held. Genau, ich hab das jetzt nur mit Absicht bin ich gestorben, weil ich die beiden Sachen noch mal zeigen wollte. Das war auch immer ganz gut, wenn man mit den Klingen gespielt hat, weil der sie fast immer vor sich hält, konnte man mit denen leichter die Geheimgänge finden.
Wow. 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 Hoch mit dir, du bist ein Affe, du schaffst das. Hab ich eigentlich alle Buchstaben? Nö, ne, ich brauch das eigentlich gar nicht, das G. Kommt man das irgendwie nachgucken? Egal. Welt geschafft. Ice Age LA. Boah, war der die Welt? Muss man hier einmal tot runterspringen? Ich mach das jetzt. Okay. Das war ein safer Tod, ja. Ich hab gedacht, da ist eigentlich ein Fass. Au. Toll. Hat mir wahnsinnig geholfen. Der Dude. Gedacht, da war ein Fass, was mich komplett rüberschießt. Aber war leider nicht so. Jetzt ist der hier nochmal. Oh, der Boost eben hat mich fast in den Tod gerissen. Wie schön, dass Kinderspiele aggressiv machen, also überhaupt nicht aggressiv machen. Toll, eigentlich wollte ich darauf springen. Ja, das ging noch ganz gut, die Welt, bis auf mein, naja, Teststerben. Den Checkpoint nehmen wir mit.
Das ist wieder voll beruhigend irgendwie. Und unser alter Freund. Ich kann mich noch daran erinnern, bei Donkey Kong Country 3, da gab es doch auch eine Spinne als Freund.